Ich begrüße ganz herzlich zu unserem Gespräch heute über Max Beckmann, und zwar nicht nur den Maler, sondern auch über den wissenschaftlichen Aspekt von Max Beckmann, über die Menschen, die sich damit beschäftigen seit langem, und möchte mich erstmal bedanken bei Professor Alexander Klar, bei dem wir heute hier zu Gast sind. Ganz herzlichen Dank, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Ich, Galerie Thomas, Silke Thomas und Frau Dr. Tiedemann, zu der wir gleich noch ganz ausführlich kommen werden. Aber erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen bei Ihnen. Ja, herzlich willkommen in den heiligsten Hallen dieses Hauses. Und wir haben ein bisschen dramaturgisch für Background gesorgt, um auch beweisen zu können, dass es einen guten Sinn macht, in der Hamburger Kunsthalle das vorzustellen. Wir haben eine sehr, sehr lange Verbindung. Mein Vorgänger Karl Georg Heise war der Erste, der sich hier sehr um Beckmann gekümmert hat. 1947 die erste Anschaffung, das war das Stillleben aus Italien, Frutti di Mare. Ja. 1949 kam dann Odysseus und Kalypso, wie man so im Hintergrund erahnen kann, dazu. Und ich glaube, man sieht dann schon, es sind über 20 allein Gemälde, die hier im Hause versammelt sind. Dazu kommt noch Skulptur und sehr viel Papier. Das heißt also, die Hamburger Kunsthalle hat eine lange, lange Geschichte der Beschäftigung mit Max Beckmann. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir heute hier stehen. Das ist eine gute Wahl des Ortes. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Und es ist eben einmal die Bilder und natürlich der Künstler und die Werke, die Sie haben. Auf der anderen Seite muss eben alles auch entsprechend aufbereitet werden. Und seit vielen, vielen Jahren gibt es ein Werksverzeichnis von Erhard Göpel und seiner Frau Barbara, was 1976 erschienen ist. 10 Jahre nach dem Tod von Erhard Göpel hat es ja Barbara Göpel herausgegeben. Und Frau Tiedemann, wie lange sitzen Sie jetzt schon an den Arbeiten zu dem neuen ergänzten, überarbeiteten Werksverzeichnis? Also begonnen hat alles im Frühjahr 2015 und richtig mit Volldampf jetzt seit April 2016. Und ich mache es nicht alleine, sondern ich mache es mit verschiedenen Mitarbeitern noch, die immer mal wieder dabei sind. Ja. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt tatsächlich immer noch im Plan liegen, so wie es sein soll, und das Werkverzeichnis dann im Januar hier in der Kunsthalle dann freischalten können im Internet. Und jeder kann es dann ansehen, kostenfrei. Was uns natürlich sehr begeistert, denn als Haus ist die Hamburger Kunsthalle tatsächlich schon lange ein sehr, sehr wissenschaftlich arbeitendes Haus. Die enge Verbindung zur Universität, die ist quasi mit in der Gründungs-DNA. Insofern freue ich mich sehr, dass jetzt durch das Werkverzeichnis auch eine ganz starke wissenschaftliche Nähe des Hauses. Wir selber haben eine lange Geschichte von Ausstellungen, die sich mit ihm beschäftigen. Und das wissenschaftlich zu untermauern, das ist eines der Anliegen der Kunsthalle. Und da ist es natürlich toll, wenn so etwas Gewichtiges und so etwas Fundamentales wie das Werkverzeichnis hier im Ort ist. Also es ist auch sehr wichtig, denke ich, dass so ein Werkverzeichnis in der Größenordnung auch eine Institution findet, wo es wirklich hingehört, also wo auch der wissenschaftliche Background ist. So mit Dr. Karin Schick wird man da sicherlich also sehr viele Berührungspunkte haben. Wenn da Karin Schick wäre heute hier, kann sie nicht. Ich habe stattdessen ihr Opus Magnum mitgebracht. Also das ist eine Reihe von Ausstellungen, stehende Ausstellung zum Aspekt des Männlichen und des Weiblichen bei Max Beckmann. Natürlich eine fast schon erstaunliche Sache, denn der sehr virile Max Beckmann ist, glaube ich, nicht geparkt worden als jemand, der sich mit dem Aspekt des Weiblichen sehr beschäftigt. Es geht auch eigentlich ein bisschen um das ganz moderne Thema des Transgenderischen, denn wie viel Männliches ist in den weiblichen Figuren, wie viel Weibliches in den männlichen Figuren, wie viel Mann ist im Mann und wie viel Frau. Das alles spielt in diese Ausstellung hinein. Man stellt fest, Max Beckmann ist gar nicht so der Chauvi-Draufgänger, als der vielleicht manchmal irgendwie verkauft wurde. Insofern ist es eine sehr, sehr atempore Ausstellung und ich freue mich, dass die sozusagen den Rückrahmen bietet für das Werkverzeichnis. Genau, dann wir werden also dann zu der Ausstellung werden wir auch ein Symposium machen, das wird dann der 15. Januar sein und am 14. Januar ist die Freischaltung des Werkverzeichnisses. Wir kriegen da so ein schönes Paket und eben dazu. Ganz modern, digital, ja, ganz wichtig, also wirklich, es ist zugänglich, es ist unglaublich viel Information drin, ja. Sehr viel ergänzte Informationen, sehr viel Zusätzliches. Natürlich nicht revidiert man alles, was schon da gewesen ist, aber ergänzt es eben nochmal weiter und es ist zugänglich, also es ist wirklich toll. Aber zusätzlich dazu gibt es eben auch ein gedrucktes Werksverzeichnis, einen sehr zweibändigen, sehr umfangreichen Band, den wir vertreiben als Galerie Thomas, in einer Luxus-Exklusivaufgabe gefördert von der Karl de Weil Kulturstiftung. Wir haben ein ganz kleines Sneak Preview dabei, also wir können einmal zeigen, wie das ungefähr aussehen wird, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wir haben zu allen Gemälden haben wir, sofern vorhanden, eine Abbildung. Es sind über 700 Farbabbildungen zusammengekommen und noch um die 60 Schwarz-Weiß-Abbildungen. Dann sind natürlich immer zu allen Gemälden dann die entsprechenden Daten dazu, das gehört dazu.
Und es ist auch ganz neu, jetzt nochmal transkribiert, die Bilderlisten von Max Beckmann. Und was wir auch drin haben, das sind Tagebuchauszüge von Max und Mathilde Beckmann. Sagen, dieses Buch ist nicht nur ein Buch, sondern es ist ein Sammlerstück. Absolut. Also ja, es werden ja nur 200 Exemplare in den Verkauf gehen. Das ist nicht nur ein Buch, in dem man mal blättert, sondern das ist etwas, was auch an Wert gewinnen wird. Und zwar ziemlich schnell, denke ich. Aber es ist eben vor allem was denke ich, jeder, der sich wirklich für Max Beckmann interessiert, ja, der sich da als Sammler versteht oder eben die Hingabe zu den Arbeiten des Künstlers hat, ja, einfach auch gerne haben will. Ich meine, wissen alle, wie sehr wir unsere Bücher lieben, trotzdem wir digital natürlich jetzt inzwischen auch viel unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz ins Regal zu gehen, ein Buchhaus zu holen, was man sich hinlegt und einfach durchblättert, ist nochmal eine andere Frage. Also insofern freuen wir uns, dass wir daran teilhaben können. Vielen Dank. Also wir als Galerie Thomas werden eben den Vertrieb sozusagen übernehmen. Es gibt einen Subskriptionspreis zu dem Buch bis Anfang Dezember. Ist auch alles auf unserer Webseite zu finden. Also der Sinn der Sache ist wirklich, dieses Buch jetzt einfach mal erstmal allen zu sagen, dass es das geben wird, dass man sich daran erfreuen kann. Und wirklich auch teilzuhaben an diesem unglaublichen Projekt, was jetzt über so viele Jahre gewachsen ist und jetzt fast schon reif ist, um wirklich hier jetzt im Rahmen der Beckmann-Forschung, im Rahmen des Museums, im Rahmen der Ausstellung vom Baum zu fallen. Ja. Also vielleicht sollte man noch ergänzen zum digitalen Werkverzeichnis, das wir dann freischalten werden. Also es handelt sich um ein Informationssystem mit etwa 11.300 Datensätzen. Da sind natürlich alle Gemälde erfasst, aber wir haben auch die Bibliografien, die es schon gab, nochmal wieder ergänzt. Das sind 5.500 Titelpublikationen und es ist noch kein Ende in Sicht. Das wird also immer weiter ergänzt werden. Wir haben 1.300 Ausstellungen zu Max Beckmann, praktisch alle Auktionen dazu. Und es sind auch alle handelnden Personen dabei, also Sammler, aber auch Museumsleute und Kunstkritiker. Und alles, was irgendwie mit Max Beckmann zu tun hat, bis hin zu seiner Familie, ist da erfasst mit weiterführenden Informationen. Auch sämtliche Institutionen wie die Museen oder die Galerien, was ist bei denen gewesen, all dieses kann man dann nachhören und man kann also surfen in diesem System und unglaublich viel zum Max Beckmann erfahren. Mhm. Aber es gibt dazu noch Sachen, die es einfach meines Wissens so noch nicht gibt in dem Sektor. Wir haben Filterfunktionen, dass wir sagen können, was ist eigentlich drauf auf den Gemälden zur Ikonografie, über 1000 Schlagwörter, die man dann miteinander verbinden kann und sagen, zeig mir mal alle Stillleben aus Amsterdam, wo das und das drauf ist. Das wird einen neuen Blick geben. Das wird einen neuen Blick geben und das macht irre viel Spaß. Es macht einfach nur Spaß. Das glaube ich. Aber was ich toll finde, weil es war ja eigentlich auch schon immer in dem Werksverzeichnis von Göpel herausragend für mich im Vergleich zu anderen Werksverzeichnissen, weil es einfach die Tagebuchstellen auch gehabt hat. Und ich glaube, da ist auch nochmal ein besonderer Schwerpunkt jetzt im Rahmen Ihrer Arbeit nochmal gewesen, weil man da einfach so ein bisschen nochmal spüren konnte, auch vom Kampf des Künstlers im einzelnen Bild, mit der Auseinandersetzung, auch über längere Zeiträume. Das haben ja andere Werksverzeichnisse weniger, diese Erkenntnis zu gewinnen. Und da, glaube ich, haben Sie noch mal eins draufgelegt. Ja, da haben wir noch mal draufgelegt. Das ist also Marion Beckmann, der Enkelin des Künstlers, zu verdanken. Und der Münchner Kollegin Nina Peter. Marion Beckmann hat die Tagebücher noch mal ganz neu durchgesehen und noch mal ganz neu transkribiert. Hat auch Hilfe dabei gehabt von verschiedenen Kolleginnen. Nina Peter macht die Auszüge von Mathilde Beckmann komplett neu. Und es ist eine wahnsinnige Arbeit. Es gibt in München auch ein ganz neues Forschungsprojekt jetzt dazu. Und das, was wir jetzt in dem Buch da veröffentlichen dürfen und so, ist es eine ganz großartige Sache, dass die das zur Verfügung stellen vorab. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, denn der Blick, den man da auf den Künstler und seine Frau gewinnt, das ist einzigartig, wenn man das Bild dazu sieht. Ja, dann bettet sich das anders ein nochmal. Ja, ein absolut tolles Forschungstool. Ja, ja. Und das Schöne ist, wir können damit auch quasi noch etwas lostreten. Wir haben auch einen Namen für das Kind. Das ist eine fortlaufende Arbeit. Die Arbeit am Werkverzeichnis ist ja, ein Buch ist ja im Endeffekt das Dokument eines Momentes und damit abgeschlossen. Die Website ist etwas organisch Wachsendes und ist eine dauerhafte Forschungsarbeit. Die wird hier in der Hamburger Kunsthalle geschehen im Beckmann-Forum. Wir finden ein sehr, sehr passender Name, weil es eben tatsächlich nicht nur die Arbeit am Werksverzeichnis ist, sondern tatsächlich ein Ort, an dem die Information gesammelt werden soll, an dem Wissenschaftler arbeiten können, wo wir Habilitanten und Promoventinnen begrüßen wollen. Insofern ist, glaube ich, der Begriff Forum sehr, sehr schön gewählt. Den wollen wir hier auch leben, mit Ausstellungen, mit Forschung, mit vielen Wissenschaftlern und vielen Vorträgen. Ja, wir haben viel vor. Wir haben viel vor. Das ist schön. Geht los im Januar.
Wir freuen uns. Ja, da muss man dazu sagen, also dieses ganze Projekt mit dem Werkverzeichnis hat die Karneval-Kulturstiftung finanziert. Und die wird auch die künftige Forschung jetzt am Beckmann-Forum und so unterstützen. Und das ist natürlich von einer einzigartigen Großzügigkeit. Die ist also wirklich ihresgleichen sucht. Und das muss man an dieser Stelle nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Ja, und von einer lobenswerten Langfristigkeit. Ja, das also Wissenschaft geht tatsächlich nur auf lange Frist. Und das hat die Karneval-Kulturstiftung eben auch schon klar gemacht. Das ist jetzt nichts, was kurz geht. Und das ist natürlich für die Wissenschaft wahnsinnig toll. Also und, das ein ganz besonderer Glücksfall. Können wir nur unterstützen und wollen dabei sein, das weiterzuentwickeln. Ja, so ist es. Dann ganz herzlichen Dank und dann bin ich mir sicher, wir sehen uns jetzt nicht das letzte Mal hier, ganz sondern das Forum wird uns des Öfteren noch zusammenführen, hoffe ich, auch in diesen herrlichen Räumen. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank und ganz vielen Dank für die Erläuterungen. Gerne.